The Spawn ist momentan das ambitionierteste Kurzfilmprojekt in Deutschland. Von der besonderen Crew und der professionellen Ausstattung über die großartige Location bis hin zu unserem Hammercast. Hallo, ich bin Dietmar Wunder und ich spiele in diesem wunderbaren Film The Spawn die Rolle Ilan. Und was auch so eine große Herausforderung sein wird, ist der innere Widerstand zwischen Gut und Böse. Das große Bedürfnis, Recht zu schaffen und ein riesiges Rachegelüste. Das ist natürlich immer das Krasseste für einen Schauspieler, wenn es so richtig ans Eingemachte geht. Mich interessiert auch an der Figur, dass sie eigentlich eine ganz normale Frau ist. Also ne, es wird ihr einfach der Titel Hexe übergestülpt und das mag ich auch am Projekt, so diese überhaupt die Auseinandersetzung mit diesem Thema. In The Spawn geht es um eine Gruppe Menschen, die ihrer Hinrichtung als Hexen entgehen konnten und nun öffentliche Hexenprozesse überfallen, um Gleichgesinnte zu retten. Was Hollywood in ihren Filmen und Serien gerne aufgreift, sind Geschichten von bösartigen und blutrünstigen Hexen. An die tausenden unschuldigen Opfer denken sie dabei relativ wenig. Das tun wir. Also ich freue mich mega auf den Dreh und den Aufenthalt am Set. Wir sind da ja in einem alten Dorf aus dem 12. 13. Jahrhundert. Wir sind ja in der Bergstadt Bleiberg. Es ist ein Versuch einer Rekonstruktion einer mittelalterlichen Bergbausiedlung, die hier in der Region im Hochmittelalter gewesen ist. Und wir versuchen hier unseren Besuchern das Leben in einer solchen Bergstadt näher zu bringen. Ein wichtiger Partner von The Spawn ist der Google-Gilde e.V. aus Dresden. Durch ihre Erfahrungen im Live-Action-Roleplay und Mitgliederanzahl sind sie uns bei der Ausstattung und Komparserie von großer Hilfe. Wir drehen mit erstklassiger Filmtechnik, die uns die MCS Sachsen GmbH und die Fernsehakademie Mitteldeutschland zur Verfügung stellt. Aber das alleine macht noch keinen Film. Das Besondere an unserem Team ist, dass wir junge Talente mit absoluten Vollprofis zusammenpacken. Da war ich so, habe ich euch so bewundert dafür, dass ich dachte, also das ist für mich wirklich weit mehr eine Herausforderung als Studentenprojekt oder Produktion, sowas zu stemmen und dann auch wirklich in die Tat umzusetzen. Und deswegen habe ich so gesagt, sofort, ich bin dabei. Damit in The Spawn die Action nicht zu kurz kommt, arbeiten wir mit den Besten der Besten zusammen. Tolga de Jedemann und Mirko Stübing sind verantwortlich für die Action in The Witcher, Halo, Matrix 4 und bald auch The Spawn. Ich finde, in diesem Thema steckt halt so viel drin, dass man ohne Probleme eine Miniserie machen könnte oder einen großen Spielfilm oder sowas. Wir haben zwar schon unglaublich viel erreicht, aber es fehlt noch eine ganze Menge. Damit The Spawn keine Idee bleibt, brauchen wir deine Unterstützung. Jede Form der Unterstützung bringt uns weiter. Vielen Dank für eure Hilfe.